Hallo Leute und willkommen bei Rollefix. Wir wechseln heute den Keilriemen bei dem Sym G14 125 Kubik Euro 5, das heißt 2021er Baujahr. Da ist der neue Riemen, hier kommt er rein. Der Riemen jetzt hat jetzt 11.000 Kilometer hinter sich. Bei 12.000 muss man den wechseln, aber ich werde in nächster Zeit keine Inspektion mehr machen, deswegen wechsle ich ihn jetzt. Es gibt schon genug Videos im Internet, wo gezeigt wird, wie man Keilriemen wechselt. Ich mache das jetzt trotzdem für dieses Modell. A, es gibt ein paar Nuancen zu beachten. Erst einmal, es ist ein 2021er Modell. Es haben die wenigsten Händler, wenn überhaupt, jetzt schon die Ersatzteile dafür. Die Teile vom 2000er werden da wahrscheinlich nicht reinpassen, zumindest ist die Angabe bei allen Händlern, Sachen, die im 2000er Modell reinpassen, das ist ja noch Euro 4 Modell, passen nicht in das Euro 5 Modell. Und dann gibt es noch die Sache, dass die Riemen, die es bei den Online-Händlern gibt, die angeblich zu diesem Modell passen sollten, zu dem 21er Modell, die werden mit Maßen angegeben, 874 mm Länge und 20,6 mm Breite. Und das soll angeblich zu dem Modell passen, tut es aber nicht, denn der Originalriemen für dieses Modell, den mache ich jetzt direkt auf. Ich weiß nicht, ob das die richtige Messung ist, aber die Riemen, die ich bekommen habe, die habe ich alle so gemessen. Und zwar hat der hier 890 mm. Den habe ich übrigens beim Sym gekauft, also beim Hersteller selbst. Der kostete irgendwas um die 60 Euro plus Versand aus Frankreich. Ich war irgendwie mit 70, 72 Euro dabei bei dem Riemen. Hört sich viel an, aber der Riemen, der nach 11.000 Kilometern... Ah, komm mal, guck hier mal. Noch so aussieht. Ne? Es sind keine Risse, er sieht sehr, sehr gut aus. Den werde ich jetzt trotzdem wechseln, aber den werde ich behalten als Ersatzriemen. Das Gute hier ist, also den Riemen kriegt man so nicht raus. Das ist jetzt die Lichtung, werde ich ersetzen. Den Riemen kriegt man so nicht raus. Man muss also auch die Kupplung rausnehmen und die Variomatik. Das Positive ist, es sind beide 17er Muttern. Man kann sie auch, wie man hier sieht, mit dem Universal Blockierwerkzeug aufmachen. Das heißt, hier steckt man diese Nöppel rein, hält es fest und einfach mit einer Ratsche kriegt man die auf. Hier genauso. Wir machen das jetzt aber mit unserem Bonzen Schlagschrauber für 30 Euro. Den muss man nur an die Batterie anschließen. Die befindet sich hier unter dem Deckel. Und jetzt ganz wichtig ist, die Dichtung, kauft euch die Dichtung neu, auf jeden Fall. Ich habe das früher nie gemacht bei den 50 Kubikrollen. Die Dichtung einfach rausgenommen, es gab nie Probleme. Hier bei diesem Roller hatte ich das Problem, das erste Mal, als ich die Radiokugeln gewechselt habe. Da ist mir die Dichtung kaputt gegangen, ich habe die einfach drin gelassen. Und das nächste Mal, wo ich die Maße des Riemens nehmen wollte, weil ich keinen passenden gefunden habe im Internet, habe ich festgestellt, dass die Vario-Hülse hier an der Kurbelwelle festgerostet ist. Ich denke, entweder durch meine Fahrten im Regen oder durch die Waschanlage ist hier irgendwie Wasser reingekommen. Ich habe hier die Variomatik abgenommen. So, mit den ganzen Gewichten. Das geht jetzt genauso raus. So. Und die Vario-Hülse wollte einfach nicht runter.
Die habe ich dann irgendwann hier durch Hebeln mit WD-40 ein bisschen hier reingesprüht, irgendwann abgenommen, aber das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, alleine das zu lösen. Es wird schon dunkel, man ist genervt, man will es irgendwie zu Ende kriegen und man denkt sich, gut, scheiß drauf, einen anderen Tag, aber einen anderen Tag geht nicht, weil man die Variomatik nicht mehr drauf kriegt. Wenn man die Gewichte hier reinlegt, sobald man die neigt, um irgendwie auf die Variohülse zu bekommen, fallen die Gewichte raus. Man kann die irgendwie nicht alle auf einmal halten, ohne dass man hier die Öffnung nicht zumacht. Also deswegen ganz wichtig, zumindest bei diesem Modell, würde ich auch generell empfehlen, immer die neue Dichtung draufpacken. Die habe ich jetzt auch mit dazu bestellt. Jetzt geht's ab. So. Und der zweite Grund, warum ich das bei diesem Modell zeigen will, ist, dass die Kupplung einfach so nicht runter geht. Das liegt nicht an irgendeinem Defekt oder so, sondern an der Bauweise, wie es gebaut ist. Denn diese Halterung, die hier an der Kurbelwelle sitzt, werden wir gleich sehen, die geht tief in die Tiefe und ist deswegen schwer abzukriegen. Was ich dann mache, ist, ich habe so meine Wasserrohrzange auseinandergebaut. Damit greife ich hier unten und hebel das ganz leicht. Es geht Stück für Stück. Ein bisschen hier. Ein bisschen hier. Also das da drin ist schon die Kupplung. Das außen ist die Glocke. Man muss einfach nur hier ein bisschen Abstand schaffen. Per Hand kriegt man das sonst nicht runter. So. Man kann auch hier am Rand, kann man sehen, ja, hier am Rand ein bisschen einhaken. Zu sehen, dass man die Belege nicht erwischt. Auch hier leicht Hebel. Hier geht es nur millimeterweise. Ja, denn so per Hand geht es einfach nicht. So, jetzt. Jetzt ist die Glocke auch locker. Hier sieht man das. Der Nöppel, der geht ganz schön tief rein. Hier sogar rein unter die Kupplung an sich. Aber hat man es gelöst, kann man den Riemen rausnehmen. Und guckt euch den mal an. Keine Risse, nichts. Nach 11.000 Kilometern keine Fransen hier am Rand. Sehr, sehr gute Qualität. Ich denke, die wird wahrscheinlich noch weitere mindestens 5.000, vielleicht sogar noch 10.000 aushalten. Deswegen werde ich den behalten. Und der neue Riemen, hier die Laufrichtung beachten, wenn man den einsetzt. Was ich bei diesem Modell sehr gut finde, ist, man kennt das von vielen 50er Modellen, um den Riemen hier überhaupt einzuspannen, muss man hier die Kupplung reindrücken, den Riemen irgendwie versuchen dazwischen zu quetschen. Muss man bei diesem Modell nicht. Man legt den Riemen einfach rein. Wie gesagt, Laufrichtung beachten, hier stehen Pfeile. Das geht in die Richtung, so. Dann schiebe ich hier die Kupplung drauf. Die Glocke, die Kupplungsglocke, die geht etwas schwieriger drauf, genauso wie ab. Man kann das mit einem Gummihammer machen. Ich mache das lieber mit den Händen, weil mit dem Gummihammer kann man nur einen Rand gleichzeitig bearbeiten. So, jetzt hat es geklackt. Jetzt ist alles kaputt. Nein, Spaß, jetzt sitzt es drauf. So.
Gewichte sind drin, die habe ich vor kurzem erst gewechselt. Dann kommen hier diese Plastikteile drauf. Man kann das natürlich, wenn man das davor schon nicht gemacht hat, die Variomatik reinigen, auch den Innenraum, den werde ich gleich ein bisschen auswischen. So. Sehr, sehr wichtig, wenn man an der Variomatik arbeitet, ob man den Riemen wechselt oder die Variomatik, sehr wichtig zu schauen, dass die Variohülse sehr stramm in der Variomatik sitzt. Also sie darf sich nur drehen, nach rechts, nach links. Sie darf aber nicht wackeln. So nicht, so nicht. Ne? Sonst eiert es, wenn es eingesetzt ist und man fährt. Dann mache ich hier erstmal ein bisschen sauber. Das ist der ganze Riemenabrieb. Der Staub, Straßenstaub, der hier eingezogen wird. Na gut, das hätte man natürlich auch hier unter der Vario machen sollen. Unter der Kupplung. Ja, dann kommt sie nochmal ab. Diesmal geht es einfacher. Und während wir hier sauber machen, vor allem abhängig von der Laufleistung des Trollers, schauen wir hier, ob hier aus dem Simmering Öl austritt oder nicht. Der Roller ist recht neu, hier wird noch nichts austreten, hier ist alles sauber. So, wer möchte, kann das natürlich auch gerne glanzpolieren. Ich habe das jetzt vom groben Schmutz befreit. Jetzt kommt der Riemen wieder drauf. So. Dann kommt die Variomatik drauf. So. So, jetzt ist es drauf. Und der Riemen. Festziehen tue ich erstmal per Hand. Hier erstmal zusehen, dass alles gerade sitzt. Wäre jetzt natürlich mit dem Blockierwerkzeug einfacher. Aber hier sieht es schon mal gut aus. Und dann verpasse ich hier 5 Schläge mit dem Starkschrauber. Hier. Ich hatte schon mal den Fall, dass ich das alles festgezogen habe. Und dann, wie ich das immer mache, starte ich den Motor, um zu schauen, ob alles fest ist. Und dann habe ich gesehen, dass die Schraube sich langsam löst. Bis dahin habe ich 3 Schläge mit dem Starkschrauber gemacht, seitdem mache ich 5 und seitdem hält es auch. Wir probieren es aus.
Okay, sitzt alles. Hier noch ein Kontrollschlag. So. So viel dazu. Dann nehme ich hier den Rest der Dichtung. Das ist die alte Dichtung. Nehme ich runter. Ich kratze eben die Reste ab. Ah, okay, die gehen so ab. Ich dachte, man muss die jetzt gleich kratzen. Dann mache ich es auch hier sauber. Ich hoffe sehr, den Deckel die nächsten 10.000 Kilometer nicht mehr aufmachen zu müssen. Die Gewichte sind jetzt neu. Der Riemen ist neu. Radiomatik ist gereinigt und geprüft. So kommt die neue Dichtung drauf. Glaube ich. Oh, ihr seht ja gar nichts. Also. Ich habe die jetzt hier auf die Führungen gesetzt, aber ich muss schauen, wenn ich den Deckel gleich aufsetze, ob es noch hält oder ob ich die Dichtung lieber hier drauf lege und dann mit den Schrauben von dieser Seite direkt fixiere. Ja, eigentlich liegt die hier recht gut. Hier muss man auch beachten, hier unten rechts kommt die lange Schraube rein und direkt daneben eine weiter, die kurze. Die anderen sind alle gleich. Nee. Schraube. Das wird schwer. Also so sagt die Dichtung in sich zusammen. Dann mache ich das andersherum. Also so verrutscht sie schon mal nicht. Die erstmal die, wo ich sehe, dass die definitiv drauf sind, leicht per Hand nur an, also wirklich, dass sie nur, dass der Deckel sich nicht löst. Weil noch sitzt der Deckel nicht drauf, den muss ich versuchen noch anzupassen. Da kann man sehen. Warum ich die jetzt nicht komplett festziehe, ist, weil der Deckel noch nicht ganz drauf sitzt. Wahrscheinlich sitzt er hier auf der Führung. Hier gab es ja zwei Führungen, eine hier und eine hier. Sitzt er wahrscheinlich noch nicht ganz gut drauf. Naja, hier kommt noch das Teil drunter und hier auch. Aber erst will ich den Deckel. Vernünftig darauf setzen. Hier ein bisschen Spiel. So, jetzt. Jetzt sitzt er überall drauf. Hier haben wir überall keine Spalte. Die Dichtung ist drauf. Dann kann ich die jetzt an diesen zwei Stellen, einmal hier, wo das Teil drunter kommt, kommt hier nach vorne unter die Schraube. Und hier, die beiden kann ich lösen. Das hier ist die Führung für den, für die Bremsleitung, für die Hinterradbremse. Ja, das hier wohl auch. Ja, jetzt ist es hier drunter. Jetzt kann man es festziehen. Machen das wie immer über Kreuz. Und dann ziehe ich das einfach mit der kleinen Ratsche fest, handfest an. Ich mache das ohne Drehmomentschlüssel. Einfach nur handfest. Die Schrauben sind recht weich, also aus weichem Metall, deswegen sollte man die auch nicht überstrapazieren.
So. Und das war's auch schon. Der Riemen ist gewechselt. Ihr kennt jetzt die Einzelheiten. Tut euch wirklich den Gefallen, investiert in einen Markenriemen, so wie er in der Marke eingebaut ist. Dann habt ihr einfach für die nächsten 10, 15, vielleicht auch 20.000 einfach keine Sorgen. Dann wisst ihr sicher, dass das Teil, was ankommt, auch wirklich in die Maschine passt. Bei mir hat es sehr lange gedauert. Ich habe das eigentlich für die gesamte Inspektion bestellt. Dann passte der eine Riemen nicht, der zweite hatte auch andere Maße. Ich wollte halt nicht so viel Geld ausgeben, weil der von der Marke echt recht teuer ist. Also mit 70 Euro schon für einen Riemen ist schon recht viel. Aber der hält dann auch. Also erstmal spart ihr euch Zeit. Dann wisst ihr, der passt wirklich in die Maschine rein. Der hat sehr, sehr gute Qualität. Und wenn er halt noch nicht gerissen ist und ihr den einfach nur wechselt, dann kann man den auch einfach als Ersatzteil für den Notfall da lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos und Tipps nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.